WordPress, Avada Design, Kolon oder Spalte. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier einen Container mit drei Spalten. Diese Spalte ist ein Viertel groß, die Textspalte ein Zweitel groß und dann bleibt ja noch ein Viertel hier. Das ist wiederum ein Bild. Das sieht dann so aus. Hier die Bildspalte, Textspalte und Bild. Ich gehe wieder zurück. Ich möchte nämlich gerne hier bei der Bildspalte einen gelben Hintergrund machen. Seite bearbeiten. Ich bearbeite die Spalte, also nicht etwa das Bild, sondern die Spalte. Design. Background Color. Ich ändere das. Ich hätte gerne ein Gelb, ich wähle hier das Gelb, im Moment ist es aber 100% transparent. Ich ändere das, ich schaue mir da hier oben die Farbe genau an, ja, ich sage mal etwa so, Save, Aktualisieren, Seite ansehen. Irgendwie hat es nicht funktioniert, doch, es hätte schon funktioniert, aber das Bild geht eben ganz an den Rand dieser Spalte. Hier dahinter wäre das dezente Gelb, nur ist es im Moment einfach nicht sichtbar. Also es hat wie nichts genützt. Wenn ich hier zum Beispiel einen Distanzhalter einbauen würde, dann sähe man dazwischen, also zwischen diese beiden Bilder, und dann käme das Gelb zum Vorschein. Ich probiere dasselbe hier beim Text. Also, ich bearbeite nicht etwa den Text, sondern die Spalte, also auf diesen Bleistift hier klicken und hier wiederum zu Design. Ich sage hier wieder ganz ähnlich, ich hätte gerne ein Gelb, aber etwa so, ein bisschen transparent. Ich schaue mir hier oben die Farbe an. Es hat nun diese Farbnummer erhalten. Save. Aktualisieren. Seite ansehen. So, ja, das Gelb, das ginge ja vielleicht, ist noch ein bisschen dominant, aber der Text, der klebt ja ganz am Rand hier, das kann nicht sein. Jetzt muss ich irgendwie den Innenabstand hier vergrößern oder ich mache da rundherum einen Rahmen mit derselben gelben Farbe. Ich schaue mal nach. Ich gehe zur Seite bearbeiten. Spalte bearbeiten, Design, also die Hintergrundfarbe, die habe ich ja bereits. Ich klicke hier drauf, ich hole mir nämlich die Farbnummer. Also ich markiere diese Farbnummer, drücke Ctrl C, jetzt habe ich das im Zwischenspeicher und ich verändere nun die Randgröße. Ich hätte da gerne etwa 10 Pixel. Klicke hier auf die Farbe und füge hier mit Ctrl V wieder genau dasselbe Gelb ein, speichere das, Save, Aktualisieren, Seite ansehen. Es hat offenbar funktioniert, ich sehe hier den gelben Rahmen, aber vermutlich habe ich die falsche Farbnummer kopiert. Das ist im Moment gar nicht schlecht, so kann ich nämlich herausfinden, wo denn dieser Rahmen erscheint. Also jetzt muss ich nur noch den Fehler finden bei der Farbe. Ich gehe nochmals zurück. Spalte bearbeiten. Design. Ich sehe den Fehler nicht auf Anhieb, irgendwie dünkt mich, das sei dasselbe, aber es gibt doch einen Unterschied. Und so muss man immer wieder die Fehler suchen, denn hier beim Hintergrund kann ich noch die Transparenz regeln, aber bei der Rahmenfarbe habe ich diesen Transparenzregler nicht. Also muss ich hier auf die Transparenz verzichten. Ich stelle den Transparenzregler ganz nach oben. Ich wähle die gelbe Farbe. Ich fahre hier Richtung Weiß. Ich nehme ein dezentes Gelb hier. Ich kopiere nun diese Farbnummer Ctrl-C, füge die hier unten ein mit Ctrl-V und jetzt sind es
Zwei gleiche Gelb ohne Transparenz. Ich speichere das, aktualisiere und habe nun zwei gleiche Gelb, die Innenfarbe, also die Hintergrundfarbe und die Rahmenfarbe sind genau gleich. Man erkennt nun nicht Rahmen und Inhalt und das hat nun hier einen angenehmen Abstand ergeben. Das war's.